Der 32. Spieltag steht an. Wir könnten Meister werden, wenn das heute alles so funktioniert, wie ich es gerne hätte. Und damit herzlich willkommen in FIFA 21 in der Managerkarriere mit dem BVB. Ich kann allerdings nicht so ganz sagen, ob wir das wirklich hinbekommen, heute hier gegen Berlin was zu holen, denn in 3 oder 4 Tagen steht das Rückspiel gegen Liverpool in der Champions League an. Und folgendes Problem: Die Leute müssen halt alle dafür fit sein, weshalb ich jetzt ein wenig umstellen werde. Der starke Raschel darf von Anfang an spielen, dann nehmen wir, machen wir das so, Gündogan, Bellingham und Bellingham dann eben dahin. Da setzt Reus einmal komplett aus. Dafür spielt dann Draxler. Wir nehmen Renier mit für Rebic. Und stellen Guerrero von Anfang an für Son rein. Irgendwie so muss das dann funktionieren. Und hoffen wir einfach mal aufs Beste. Ich werde es bei mir in der Liste gerade mal eintragen, weil ich das irgendwie komplett vergessen habe. Dass jetzt die Bundesliga-Partie ansteht gegen Hertha BSC. Und wehe, da sagt noch irgendjemand Berlin hinter. So, Mikro nochmal ein bisschen ausgerichtet. Sollte alles soweit passen, hoffe ich, glaube ich. Und dann gehen wir rein. Und es wäre natürlich schon schöner, wenn man ja im heimischen Stadion Meister werden würde. Und nicht unbedingt hier im Olympiastadion, obwohl man natürlich auch hier feiern könnte, als hätte man den DFB-Pokal gewonnen. Man kommt aber doch nicht so ganz ans Gefühl ran, hier vor einer gelb-schwarzen Tribüne zu feiern. Aber gut, springen wir einfach rein und das Spiel beginnt. Raul auf Icardi. Ach ja, die haben hier so krass eingekauft, stimmt. Da haben sie bei FIFA wohl wirklich den Big City Club einprogrammiert. Man weiß es nicht. Draxler. Sieht auf der anderen Seite hier Guerrero frei, aber so frei dann auch nicht. Odriozola macht das gut. Und Firpo dann zurück zu Strakosha. Fehlerhafter Abwurf, Neuhaus. Sehr gut. Balerdi, Fehlpass, Icardi. Und dann Eric Garcia. Sehr, sehr stark. Jeray und dann Campagna. So, hier wird schon angesagt. Raul Jiménez. Mann, auf den man hier zu achten hat. Und da ist der nächste Abschluss. Gut gehalten wieder von Strakosha. Allerdings der Abwurf wieder fehlerhaft. So, aber wir haben auf unserer Seite natürlich auch jemanden, auf den man achten muss. Und zwar diesen hier. Erling Braut-Haaland. Wenn er heute ein Tor erzielt, dann ist es das 50. in dieser Saison. Aber vielleicht erstmal Bellingham, abgeblockter Ball von Ruben Diaz und Jiménez. Icardi. Ballverlust gegen Balerdi. Und wieder der Fehlpass. Icardi. So, auf Freistoß entschieden, ist vollkommen in Ordnung. Kann man so machen. Und der wird auch ausgeführt von Blind. Jeray. Campagna. Mittelstädt und Strakosha. Der Ball kommt mal an. Zusammenspiel hier zwischen Trent Alexander-Arnold und Jadon Sancho. Und jetzt geht es hinten nochmal ein bisschen durch die Abwehrreihe. Und dann schnell nach vorne hier mit Guerrero auf Haaland. Sehr, sehr schön gemacht. Aber der muss auch noch am Verteidiger vorbeikommen. Und das schafft er hier nicht gegen Daily Blind. Neuhaus wieder. Florian Neuhaus geht hier an der rechten Seite auf und ab. Kommt dann aber nicht an Junior Firpo vorbei. So, vielleicht nochmal das Duell. Ja. Und jetzt Bellingham. Kriegt den Ball noch irgendwie zu Julian Draxler. Aufgelegt von Haaland. Aber eine richtig, richtig gute Verteidigung.
auf beiden Seiten bis hierhin. Icardi. Kunja. Und dann muss Drakoscha raus. Ist auch zur Stelle. Und schlägt das Ding weit nach vorne. Ist eigentlich auch eine sehr gute Taktik, jedes Mal diese hohen Bälle von Drakoscha mit Haaland auf den dahinterstehenden Spieler abzulegen. Geht selten daneben tatsächlich. Guerreiro bleibt an Odriozola hängen. Und bleibt dann aber auch komplett an ihm hängen. Kein Durchkommen. Vielleicht ja jetzt. Draxler. Für Haaland. Lässt sich da gar nicht aufhalten. Und Areola im Tor mit der ersten Parade. Gegen einen Dortmunder hier. Haaland. Der lässt sich auch wirklich nicht vom Ball der lässt sich den Ball nicht abnehmen, so. Er lässt sich nicht vom Ball trennen, kann man auch sagen. Campagna. Raul. Und den chippt er ins Aus. Einwurf. Wow. Dass das immer noch passiert, ey, nach so vielen Spielen. Und nach so vielen Spielstunden vor allem, aber naja. Haaland. Sehr gut gemacht, aber dann ist Ruben Dias der eine Mann zu viel da hinten drin. Für Erling Haaland. Matthäus Kunja, der stürmt nach vorne. Hätte es ja auch beinahe nach Dortmund geschafft, wenn wir die Anfragen geschickt hätten. Interesse war ja da, ihn hier eventuell in den Ruhepott zu locken. Und jetzt gibt es den Eckball. Ausgeführt, natürlich. Wie könnte es anders sein? Von Campagna und dann Icardi. Eine gute Eckball-Variante. Gut blockiert dann aber auch von Trent Alexander-Arnold. Und jetzt Campagna wieder mit dem Einwurf. Ja, da haben sich die Berliner nicht gut angeboten. Es geht in die andere Richtung über Draxler. Fehlpass, natürlich. Und gute Balleroberung. Und jetzt ist Rafa Guerreiro durch. Rafael Guerreiro Areola und dann Haaland mit Nummer 50. Besser spät als nie, wie man so schön sagt. Ein relativ später Treffer in der ersten Hälfte, aber das 1:0 für uns. Und es gibt sogar eine Wiederholung, weil es ein Volley-Schuss war. Ernsthaft? Okay, mit dem schwachen Fuß. Das kann man vielleicht noch so bewerten. Aber diese extra Rotation mit der Kamera braucht man nicht unbedingt. Naja, Saisontor Nummer 50, Erling Haaland. Unfassbare Saisonleistung. Ballverlust, Icardi und jetzt Bellingham. Der geht weiter durch. Dann ist Blind, aber dann zu stark da hinten. Neuhaus. Gegen Balerdi. Der Ball geht nicht ins Aus. Wird aufgehalten und Junior Firpo klaut sich den da einfach. Weiter Schlag nach vorn. Ruben Dias auf Blind. Und genauso ist auch das Vertrauen zwischen den Leuten. Die vertrauen sich Blind. Also Ruben Dias war sich da in dieser Situation sehr sicher, dass er mit diesem Kopfball, mit dieser Kopfballablage nach hinten wirklich Daily Blind auch erreichen kann. Trotzdem etwas riskant, wenn man bedenkt, dass eben ein Erling Haaland noch in der Nähe stand. Jeray. Raul, gut gemacht. Matthäus Kunja. Ah, der Ball ist bei Mittelstädt und der kriegt den nicht unter Kontrolle. Läuft ins Aus. Es gibt den Abstoß und eine Nachspielzeit, die nicht angezeigt wird. Ich glaube, die Nachspielzeit sollte da schon längst stehen, aber sie kommt einfach nicht. Und jetzt wieder Guerreiro, dann aber Daily Blind. Und jetzt ist Halbzeitpause. 1:0 die Führung. Sehr, sehr gut gemacht, aber ja, auch umkämpft auf jeden Fall. Wir sehen gerade das Ergebnis der Bayern nicht. Es ist aber auch theoretisch komplett egal.
Denn aktuell haben wir 7 Punkte Vorsprung. Und es wären noch 6 nach diesem Spiel zu holen. Wenn das hier so bleibt, sind wir deutscher Meister. So, wir bringen mal Reinier für Haaland, Reyna für Guerrero und schauen einfach mal, wie die zweite Hälfte so aussieht. Reinier beginnt. Hertha hat auf jeden Fall nicht gewechselt. Herai. Oh, ein guter Ball in die Spitze zu Icardi und der zu Raul. Jimenez, der es nicht schafft, gegen Strakosha hier das Tor zu erzielen. Sehr, sehr gut. Vom albanischen Schlussmann. Mittelstädt. Ja, sehr gut von Raschel. Blüht in den letzten Spielen richtig auf. Oh, gut auf jeden Fall hier die Verteidiger bedrängt. Und am Ende den Einwurf für uns selber rausgeholt. Raschel. Okay. Keine Ahnung, was das war. Es war auf jeden Fall nicht gut, sagen wir so viel. Herai. Bellingham auf Reyna. Reinier. So, Trent Alexander-Arnold. Sehr gut. Und Reinier. Trent läuft. Aber der Ball viel zu weit gespielt. Und was wäre das jetzt noch gewesen, wenn Trent Alexander-Arnold dieses Tor hätte erzielen können? Da sehen wir es auch. Nächstes Spiel ist gegen Liverpool. Das große Rückspiel nach dem 2:2 Unentschieden im ersten Aufeinandertreffen. Wir haben ja den Ausgleich quasi in der letzten Sekunde erzielen können. Also auf jeden Fall relativ spät, sagen wir so. Und dann glaube ich sogar noch durch ein Eigentor von Joe Gomez, ne? Wenn ich mich recht erinnere. Raul Jimenez mit dem 1:1. Das war dezent unnötig. Aber auch toll rausgespielt, muss man wirklich so sagen. Die Abwehr nicht auf der Höhe und Jimenez mit einer wunderbaren Schusstechnik. Und Saisontor 21. Reinier. Für Draxler. Ja, bleibt da hängen. Und Icardi. Jimenez. Strakosha, weiter Schlag nach vorn. Das ist aber, ja, viel zu weit. Den nimmt Areola dankend an. Okay, ich dachte schon fast über hartes Einsteigen und es gibt da ein Foul, also ein Elfmeter, ein Freistoß, meine Güte. Entschuldigung. So, Campagna raus und Palacios rein bei Hertha. Und Mittelstädt mit der Flanke. Sehr gut von Balerdi. Und auch nochmal gut hier den Ball zurückgeholt von Reinier. Ich dachte wirklich schon, der wäre weg gewesen. Und jetzt kommt Giovanni Reyna. Legt nochmal zurück. Neu aus. Icardi. Bellingham. Sucht wieder Giovanni Reyna. Natürlich. Aber Reyna holt sich den Ball sofort wieder zurück.
chippt den rein und Draxler mit dem 2-1. War das das Tor zur Meisterschaft? Starke Aktion auf jeden Fall von Giovanni Reyna. Den Ball nach dem Verlust sofort wieder zurückzuholen. Der Chipball in die Mitte. Ja, und dann ist Ruben Dias nicht auf der Höhe bei diesem Kopfball von Julian Draxler. Und der ist auch echt gemein. Mit dem Aufsetzer hier vor Areola nochmal. 2:1 und Saisontor 3 für Draxler. Raul. Neuhaus. Odriozola. So, Bellingham. Sancho. Ah, Raschel. Und nochmal Reynier. Und Reynier zum 3-1. Sehr, sehr gut. Und ich glaube, Reynier hat noch nicht so häufig getroffen, oder? Das zweite Mal, um genau zu sein. 3:1, das Spiel ganz schnell hier wieder ausgebaut. Die Führung ausgebaut natürlich. Das Spiel, ja, gedreht. Kann man von einem Unentschieden auf eine Führung wieder vom Drehen reden? Eigentlich ja nicht. Aber das hier ist die Meisterschaft. Sollte Neuhaus jetzt nichts einfallen, wie zum Beispiel Matheus Cunha zu bedienen, der zum 2:3 trifft. Aber trotzdem, ein Tor Führung, immer noch auf dem Siegerkurs. Aber stark durchgesetzt. Natürlich problematisch, dass Drakoša da rausstürmt, aber ja, die Ankündigung habe ich leider gegeben. Ja, die Ankündigung, die Aufforderung. Gut, 10. Saisontor für Matheus Cunha und wir wechseln nochmal. Genauso wie auch die Hertha. Luke Bacchio kommt für Mittelstädt. Und bei uns ist... Ja, genau. Brandt für Draxler im Spiel. So, Bellingham. Raschel. Und Bellingham nochmal. Man kann es versuchen. Jetzt muss die Verteidigung hinten nur passen. Und nicht sowas hier bringen, wie Eric Garcia eben hier auf Raúl Jiménez. Ah, gut von Balerdi und Bellingham jetzt. Jude Bellingham. Für Reyna. Nochmal Bellingham. Jude. Bellingham. Oh, schade. So gut rausgespielt. Und dann fehlen da Zentimeter zum 4:2. Wir haben eine 2-minütige Nachspielzeit. Die aber auch gleich schon durch ist und dann wird es hier, glaube ich, nochmal richtig laut. Vielleicht nochmal Brandt. Ah, gib nochmal die Ecke hier. Weil Daly blind da nämlich noch den Bauch ranbekommt. Brandt nochmal per Kopf. Und das war's, Meister. Und das wissen natürlich auch die Spieler. Die lange Saison hat sich ausgezahlt. Ein Mikro, eine Kamera gerade mit
mitten im Feld, warum auch immer. Aber das ist alles irrelevant, denn wir sind deutscher Meister zum wiederholten Male, wohlgemerkt. Es wäre natürlich viel, viel schöner, noch mit den heimischen Fans eben zu feiern. Aber so ist es nun mal. Die Meisterfeier wird ein bisschen vertagt werden und wir schauen mal, was es im Interview zu sagen gibt. Ansonsten alles nur Auswärtssiege tatsächlich. Also passen wir ganz gut in den heutigen Tag rein. Und jetzt bin ich sehr gespannt. Komm, stell mir Fragen. Danke, dass Sie so kurz nach Abpfiff vor unsere Kamera gekommen sind. Und das noch nüchtern. Sie sind Meister. Wie glücklich sind Sie über diesen vorzeitigen Erfolg? Mein Dank gilt den Jungs. Die haben im ganzen Saisonverlauf tolle Leistungen abgerufen. Glückwunsch zu diesem vorzeitigen Gewinn der Meisterschaft. Die Fans sind stolz auf euch. Der nächste Sieg. Hat Hertha Ihrer Meinung nach gut gespielt? Mir war von der ersten Sekunde an klar, dass wir das gewinnen werden. Wer soll uns denn jetzt noch aufhalten? Ja, jetzt kann man ein bisschen, ne? Sie haben gewonnen, aber Hertha ist nochmal rangekommen. Was muss ich in den nächsten Spielen in der Defensive verbessern? Wir lagen vorne und auch wenn sie nochmal rangekommen sind, haben wir am Ende gewonnen. Alles andere ist egal. Jo. So leicht lässt sich's halt reden als deutscher Meister, ne? Und Reynier haben wir das Ganze zu verdanken. Natürlich auch, also natürlich haben wir es Reynier, Draxler und Haaland zu verdanken. Denn es haben alle von den dreien getroffen. So, nächstes Spiel gegen Liverpool und ja, Herr Dietrich, Noah. Tut mir leid, ich hatte zu viel auf dem Zettel und habe es ganz vergessen. Ja. Ich dachte eigentlich, nach meiner Ansage hätte er keinen Bock mehr zu verhandeln. So. Jetzt hör auf rumzuheulen. Gut. Das war's dann mit dieser Folge. Wir sind deutscher Meister. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir dann hoffentlich das Ticket für das Champions League Finale lösen. Champions League Finale lösen, so. Denn im Halbfinale, im Rückspiel geht's gegen Liverpool. Wir haben den Vorteil des Rückspiels, des Hinspiels, dass wir eben auswärts 2:2 gespielt haben. Es ist alles drin. Ich bin sehr gespannt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Und ciao.